meine lieben Jungfrauen und herzlich willkommen zu eurer Legung für März. Ja, meine Lieben, wir schauen, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Bitte bedenke, dass das hier eine allgemeine Legung ist. Das heißt, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht tun. Jetzt hier, wo ich mich an diesen Tisch gesetzt habe, weiß ich nicht, für wen ich die Legung mache, für wen diese Botschaft bestimmt ist. Das musst du ganz alleine entscheiden. Du musst dich hier einfach angesprochen fühlen, in Resonanz gehen. Du musst hier das Gefühl haben, ja, das hilft mir gerade, denn das ist mein Antrieb. Liebe Jungfrau, ich möchte eine Bereicherung für dich sein. Ich möchte eine Unterstützung sein, dir eine neue Perspektive auf etwas bieten oder dich einfach nur in etwas bestätigen, was du selbst schon genauso wahrnimmst. Und nur wenn ich das bei dir auslöse, dann bist du hier auch richtig. Und dann darfst du dir mitnehmen, was sich gut für dich anfühlt. Am Ende dieses Videos findet ihr die astrologische Vorschau für den März verlinkt. Die ist völlig unabhängig von dem, was hier gesagt wird. Das ist ein energetischer Wetterbericht. Ich sage, welche energetischen Potenziale zur Verfügung stehen. Die sind für alle Sternzeichen glücklich. Ich sage dir, Achtung, es regnet oder pack den Bikini ein, es geht an den Strand und du entscheidest. Nimmst du den Regenschirm mit oder die Strandmatte? Ne? So ist es ein bisschen aufgebaut und vielleicht magst du es dir anschauen und findest da eben auch noch zusätzliche Impulse, die dir helfen, durch den März zu kommen. So, gut, liebe Jungfrauen, ich bin auch Jungfrau für die vielleicht neu hier sind bei mir und ich kann euch schon mal sagen, was im März passiert. Chaos. Aber sehr, sehr gutes Chaos. So, warum, liebe Jungfrauen? Aufgrund der Fische-Energie. Ne? Nichts liegt uns ferner als Fische-Energie. Das ist unser gegenüberliegendes Sternzeichen. Also, ne, es betont unsere Gegensätzlichkeit. Und Fische ist ein bisschen chaotisch und wir sind super ordentlich. Wir haben immer alles gern an seinem Platz, da wo es hingehört. So, arrangier dich damit, liebe Jungfrau, dass das im März zumindest anfangs nicht der Fall sein wird. Alles ist durcheinander. Fische-Energie vor allem in dir selbst. Ne? So, vielleicht weißt du nicht, wo du stehst, vielleicht weißt du nicht, wie es weitergeht. Arrangier dich damit, denn wir haben unglaublich viel Fische-Energie. Wir haben Venus und Mars, die im März in die Fische einziehen. Wir haben Saturn in den Fischen, wir haben die Sonne in den Fischen und wir haben, lass mich kurz überlegen, zumindest bis zum 10. März auch Merkur in den Fischen. Also, und den Neumond in den Fischen haben wir auch noch. Also unglaublich viel Fische-Energie. Und was die Fische-Energie mit mir macht, ne? Ich habe es gestern in der Wochenbotschaft erzählt, aber ich möchte es euch auch nochmal erzählen, um einfach ein bisschen klar zu kommen. In mir ist Fische-Energie ist total inspirativ und künstlerisch, ne? Kreativ, das will ich sagen. Und in mir entsteht gerade ein unglaublich großer Prozess, ne? So von Wünsche und Träume erkennen, ein Bild entstehen lassen, ne? Die Wassermann-Energie, eine neue Vision, eine neue Wahrheit, einen neuen Traum, einen neuen Wunsch kreieren lassen. Das passiert alles gerade mit mir und in mir und sehr wahrscheinlich auch für dich, liebe Jungfrau. Ganz krasse innere Prozesse, die dafür sorgen, dass das Außen ein bisschen chaotischer oder unklarer ist, womit wir ja ein bisschen unsere Probleme haben, aber damit müssen wir uns arrangieren. Bei mir macht sich das bemerkbar, dass in mir so viel passiert. Ich gestalte an der Homepage, ich will mich neu positionieren, mein Privatleben. Ne? Es ist unglaublich viel im Umbruch gerade und meine Wohnung ist so unaufgeräumt, so ungeordnet wie noch nie. Ne? Und das ist das Außen. Das Außen wird wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, die ersten 3 Wochen im März sehr durcheinander sein. Aber das ist gut. Das hilft dir dabei, in dir die Ordnung zu finden. Um dann Richtung Ende März, Richtung Widder, Sonnenneujahr, ne? So,
Dann hier die Ordnung im Außen herzustellen, die dem inneren Entwurf entspricht. Ne? So, also deal with it, liebe Jungfrau. Ich sag mir das selber, deswegen habe ich das Bedürfnis, es euch zu sagen. Komm ein bisschen klar damit, dass alles ein bisschen unordentlich ist. Genau, so, liebe Jungfrauen, wir beginnen. Ich benutze auch für euch mein I Love It, I Love It, I Love It Deck. Dieses Deck heißt The Cozy Witch. Und oh mein Gott, bin ich inspiriert von diesen Karten. So, also, schauen wir. Liebes Universum, eine Botschaft hier für uns Jungfrauen. Page der Schwerter. Curiosity is a type of magic. Neugierde ist eine Form von Magie. Viele neue Informationen, viele neue Impulse, viele neue Gedanken. Sei offen und neugierig auf die Botschaften, die dich erreichen wollen. Also, du darfst was Neues lernen, darfst was Neues verstehen. Jungfrauen wollen immer verstehen. Die vier Münzen. Gönn dir was. Gönn dir manchmal was. Vier Münzen nehme ich. Ne? So. Treat yourself to something shiny every now and again. Also, behandle dich wertvoll. Und ich nehme hier so ein bisschen gönn dir was. Keine Ahnung, vielleicht ne? Vier Münzen. Vielleicht eine Fortbildung, eine Weiterbildung. Hier ist irgendwie so ein Investment in die New Type of Magic. Aha, interessant. Wir schauen mal. Ich liebe es. Diese Karten haben so schöne Botschaften. Okay. Auch hier. Ass der Schwerter. New Type of Magic. Look at you. You're bursting with sparkly new ideas. Schau dich an, du hast so viele neue, großartige Ideen. Hier liegt ganz viel neues Wissen. Liebe Jungfrau und der Herrscher. I love it. I truly love it. Okay. Und die Welt. Yay, you did it! Now you do some, now do something to celebrate a well done job. Okay. I love it. Okay, und der Mond, meine Lieben, auch der Mond ist Fische-Energie. Die legen wir noch hierher. Auf dem Mond steht drauf, nimm dir Zeit für eine tiefe Auseinandersetzung mit dir. Das ist jetzt essentiell. Alles klar. I love it. Hier liegt sehr viel Klarheit gewinnen, innere Klarheit, sich dafür verantwortlich fühlen, ein Investment zu tätigen, um zu neuen Ideen zu kommen. Investment kann auch Zeit sein, ne? So, das muss kein Geld sein. Investier jetzt in dich. Sie schreibt irgendwie raus. Jungfrauen sind Merkur regiert, ne? So, sie schreibt irgendwie raus, sie lässt innere Bilder entstehen, sie kreiert Entwürfe, Seelenpläne, Träume, Wünsche. Sie setzt sich mit ihrer Seele und irgendwie auseinander. Sie geht in den Dialog mit sich selbst und sie gönnt sich diese Zeit hier, diese Innenschau, die Fischezeit ist auf jeden Fall eine Zeit, die uns aufruft, uns nach innen zu wenden und uns mit den Dingen zu beschäftigen. Aber hier liegt zweimal diese gönn dir was, weil hier, ja, du hast es geschafft. Jetzt kannst du feiern, dass du ein Projekt well done hast. Also, du hast es geschafft. Yeah, die Welt. Und der Herrscher sagt mir die Widderenergie. Ne? So, das astrologische Neujahr hier bringt diese New Ideas, Sparkly New Ideas in die Manifestation.
Was soll ich euch sagen, meine Lieben? Ich sage es irgendwie jedem Sternzeichen, der Lebensentwurf, der gerade entsteht, kann verwirklicht werden, meine Lieben. Ich sehe auch bei dir, auch das habe ich in der Wochenbotschaft gesehen, ich sehe ganz viele neue Informationen reinkommen für dich, die dich auf seelischer Ebene irgendwie bewegen. Ja, rausgeht, meine Lieben, die Fische. Der Ritter der Kelche, auch Begegnungen möglicherweise, die dich bewegen. Ja, du darfst was Neues lernen. Und das sind nochmal die vier Münzen. Ich weiß nicht, was für eine Vergangenheit du loslassen darfst, aber die sechs Kelche und die vier Münzen. Meine Lieben, großartige Energie. Guck mal, was Neues wachsen will. Die neun Kelche und die sieben Münzen. Diese sparkly and new ideas haben eine Chance auf gutes, glückliches Wachstum. Die Informationen, die ich hier sehe, die sowohl als Download vom Universum kommen, ne, als wahrnehmen, verstehen, erkennen, reflektieren, das können die Jungfrauen, ne, das muss man denen nicht beibringen. Aber vielleicht dieses, dass die Botschaften woanders herkommen. Aber ich sehe auch Menschen und ich sehe auch Dinge, ne, Ass der Schwerter, Page der Münzen. Ich sehe auch Page der Schwerter, Page der Münzen. Ich sehe auch, dass die Begegnungen, und von denen habe ich unglaublich viele gerade, meine lieben Jungfrauen. Ne? Ich erzähle es euch im Extended, aber ich habe heute beim Gassi eine Begegnung gemacht, die absolut 100% ist, was ich manifestiert habe. 100%. Und all das, was gerade reinkommt, darf uns für neue Energien, für neue Klarheit, für sparkly new ideas, einen neuen Lebensentwurf öffnen. Ich habe es auch in der Wochenbotschaft. Die Energie von der Wochenbotschaft ist hier mit drin, auf jeden Fall. Die heißt, auch wenn du diese Legung später schaust, ist es egal, ne? Zeit ist fließend. Schau sie dir an, weil sie könnte eine gute Ergänzung zu dieser Legung für dich sein. Der Titel ist irgendwie: Es erreichen dich viele neue Informationen. Es erreichen dich jetzt sowohl vom Universum als auch im Außen ganz viele neue Informationen. Und all diese Informationen sind Puzzleteile, sind Samen. Ich möchte Samen sagen. Ich hoffe, dass sich das Ass der Münzen zeigt. Sind Samen, die du jetzt aussehen darfst. Wirklich. Und das Sonnenjahr, ne, hier, das beginnt hier Ende März. Es liegt bereits da. Der große Startschuss, Widder ist ein großer Startschuss. Der große Startschuss liegt bereits hier in deiner Legung. Und der große Startschuss für das Sonnenjahr, und das habe ich gestern in der Wochenbotschaft gesagt, ist, das Universum kommt mit der Sonne und sorgt für die Verhältnisse des Wachsens. Ne? Was brauchen Pflanzen, Samen zum Wachsen? Licht und Wasser. Das schenkt uns das Universum. Licht und Wasser. Was hochgezogen werden soll, welcher Same wachsen soll, das entscheidest du jetzt mit deinen sparkly new ideas. Und du hast Inspiration. Ich habe auch gestern, hier liegt wirklich sehr viel von dieser Wochenlegung. Ich habe auch gestern gesagt, alles ist gerade Information. Nimm wahr. Alles, was dir im Internet vorgeschlagen wird, Gespräche, die du führst, Menschen, die dir begegnen, Songs, die dich erreichen, Tiere und Krafttierbotschaften, alles ist gerade eine Information. Und vielleicht musst du dich wirklich hinsetzen und alles in ein Buch aufschreiben, um das Bild klar zusammenzusetzen. Aber guck mal, genau das hier, Celebrating Time. So, sie sind die beiden hier, die sind in der gleichen Energie. Oh mein Gott, geil. Juhu. Juhu. Ja, meine Lieben, was für ein großes Juhu. Sonne, Sonnenjahr.
Ein riesengroßes Juhu. Wenn du damit klarkommst, dass die Fische-Energie jetzt dir eine Leinwand hinstellt und ganz viele unterschiedliche Farben und das Bild 7 Münzen jetzt über diesen längeren Zeitraum von 3 Wochen entsteht erst. Noch stehst du vielleicht vor einer weißen Leinwand und alles ist ein bisschen chaotisch. Es ist eine Frage der Zeit. So, die Sparkly New Ideas, die hier offensichtlich in die Manifestation gehen können mit dem Herrscher, ne? Handeln. Action. 7 Kelche. Ja, okay. Okay. Mein Lieben, der Gehängte auf dem Kopf auch noch. Das Chaos, die Klarheit, die Illusion, alles verschwommen. 7 Kelche. Der Punkt kommt, der Wendepunkt, das Ass der Schwerter kommt. Möglicherweise hier in der Widderenergie, weil das Universum einfach eine Tür aufmacht. Ne? So, durch schicksalshafte Ereignisse. Manche Optionen, 7 Kelche sind Optionen, erkennst du in diesen nächsten 3 Wochen als das ist es nicht. Ne? Das lasse ich los. Das ist keine Option für mich. Aber mit der Sonne sehe ich definitiv das, was dich so erleichtert, ist die Klarheit. Das, was für dich so ein erlösender Weltmoment ist, ist die Klarheit, ist das klare Bild, ist die klare Idee. Auch er. Wow. Nochmal 2 Energien von super krasser Klarheit. Der Gehängte und der Tod. Na, hier nehme ich immer eine krasse Bewusstseinserweiterung wahr. Hier nehme ich Transformation, Veränderung wahr, auch mit dem Gericht. Hier liegt eine große Veränderung. Das hier, danke, danke, Universum. Danke. Ja. Eine sehr, sehr, sehr große Klarheit über, wie lässt sich die Veränderung, die ich mir wünsche, die mich erfüllt, in meinem Leben gestalten. So, offensichtlich, 2 Schwerter, 2 Münzen. Gibt es da ob 7 Kelche, mehrere Wege, mehrere Optionen, das Abwägen, A oder B, links oder rechts, ja oder nein? 2 Schwerter, es ist nicht sichtbar. Ich weiß es noch nicht, liebe Jungfrau, du weißt es noch nicht. Aber Ass der Schwerter, die 10 Stäbe und das Ass der Schwerter nochmal. Du wirst zu dieser Erkenntnis kommen. Durch alles, was passiert, kannst du ins Vertrauen gehen, dass diese sparkly new ideas, diese Klarheit, dieser beleuchtete Weg, die Tür, die einfach aufgeht, kannst du vertrauen, dass sie sich dir zeigen wird in Form von Begegnungen. Genau so eine Begegnung hatte ich heute Morgen mit einem König der Münzen, mit einem neuen Gefühl zu dir selbst, mit Inspiration, mit Leichtigkeit, mit Hoffnungsfunken, mit sparkly new ideas. All das sind die Puzzleteile, die das Universum dir jetzt im März liefert, um zu gestalten, was du gestalten möchtest, liebe Jungfrau. Und zwar in a big way, ehrlich gesagt. Die Welt und die Herrscherin. Okidoki, den König der Münzen lasse ich auch draußen, weil ich hatte diese Art von Begegnung heute schon. Davon erzähle ich euch im Extended. Aber für den Moment lasse ich das hier stehen. Meine Lieben, das ist auch, ich lege die beiden Karten auch raus. Und ich lege die auch raus. Davon erzähle ich euch im Extended. Ne, das ist, ich erzähle euch im Extended eine persönliche Geschichte. Aber ich erzähle euch schon gleich, was diese Karten noch bedeuten. Aber darauf gehe ich nochmal näher ein. So, hier.
Genau, ich lasse das für den Moment hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier genauer eingehen möchte. Ihr habt gesehen, die Legung hat sich selbst erzählt, meine Legungen sind super intuitiv, genauso wird das auch im Extended Reading weitergehen. Wenn du sagst, ja Mann, das war meine Botschaft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch in der Zusatzlegung fühlst. Ob du das sehen willst, sehen möchtest, entscheidest du. Zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos, aber auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, dann erfährst du unten in der Infobox ja, alles, was du dazu wissen musst, wie du da Zugang bekommst. Genau, so, für die Jungfrauen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Die Begegnungen, die Ereignisse, die, was auch immer auf dich zukommt, sind etwas, Wassermann-Energie, Pluto in Wassermann, etwas, was dir Freiheit schenkt, neue Türen, die sich öffnen, Unabhängigkeit, ne, berufliche Selbstständigkeit. I don't know, es kommt zu dir. Du bist die Herrscherin, kannst du es zulassen? Ich habe das heute erst verstanden, okay, ich muss das jetzt annehmen. Universum, I gotcha. Ne? So. Wer empfangen kann, Herrscherin, kann gestalten, der Herrscher. Und zwar große Veränderungen in seinem Leben. Nutzt die Fische-Energie als absolute Inspirationsquelle. Verbinde dich mit anderen Menschen, sei offen in deiner Kommunikation. Ab 10. März ist Merkur, unser Herrscherplanet, in Widder. Bring zum Ausdruck deine ganzen Ideen, deine ganzen Impulse mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit wem auch immer dir nahesteht. Weil du wirst so viele Erkenntnisse daraus ziehen, die einen neuen Lebensentwurf für dich zeichnen. Und dann öffnet sich eine Tür und das Universum sagt, ich gieße deinen Lebensentwurf. Ich verhelfe dir zum Wachstum. And that's great, meine Lieben. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, diese Botschaft war eine Bereicherung für dich. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.